Lad, lad. 3, 2, 1, es lädt zu lang. I've heard that Xiao Pei was stripped from you in Xuanta's absence. It was the booze! Otherwise, they would have never... Did I not warn you enough times? It's my fault! I will redeem myself by offering up this life! You clumsy fool! Yida, do not be so ready to throw your life away. Remember the oath we took. Brother! If you were to die, I too would follow you in death. Then I, Zhang Fei, will take back Zhao Pei single-handedly! I won't fail you again! Yida, just calm down for a moment. I shall accompany you. And I too. Your mistakes are our mistakes, brother. Brothers, let's shake the ground beneath their feet! Will you lend us your hand as well? I am thankful to have an ally with such compassion and honor as yourself. Sind die drei Brüder. Was haben wir die damals so kennengelernt? In der Mission die drei Brüder. We at last find ourselves in Shu Province. Since I have promised the people. Aber es ist ja wie immer, das wäre die nächste Hauptmission, aber wir müssen halt die Nebenschauplätze mitmachen. Das erwartet das Spiel, glaube ich, auch von einem, weil man sonst nämlich underleveled ist. Irgendwann. Unbefangenes Herz. Okay, es gibt nur einen Nebenschauplatz. Es ist wohl bekannt, dass Guo Jia absolut freie Hand hat, aber einen wichtigen Kriegsrat zu verlassen ist selbst für ihn unerhört. Zhan Chu scheint sich verantwortlich zu fühlen, da er ihn für das Amt vorschlug. Er wurde zuletzt bei Puyang gesehen, arbeitete mit Xung Xiu zusammen, um den Meisterstrategen aufzuspüren. Das ist ja sowas wie der Missionshub. Also es gibt ja keine Karte in dem Sinne. Kein Problem, Fahr. Have you seen Libation or Guo recently? He has been absent from military council of late, and people are starting to worry. Ich habe noch kurz erwähnt, dass es auch im Game Pass drin ist und man muss es halt nicht kaufen unbedingt. Auch wenn wir natürlich über meinen Einkaufslink kriege ich eine kleine Provision. Ich glaube, viele Unsichere, die können das halt einfach über den Game Pass spielen. Macht halt dann schon Sinn. Und können erst mal gucken, ob man durch den ersten Boss durchkommt. Weil der testet deine Hartnäckigkeit. Und gestern war jemand hier, der hat gesagt, der hat 2 Stunden den ersten Boss versucht, hat aufgegeben. Weil das Spiel bringt dir nicht genug bei vorher, finde ich. Ich glaube, wenn ich jetzt den ersten Boss machen würde, wäre es kein Problem für mich. Na, kein Problem ist vielleicht übertrieben, aber... Also, wenn ich nochmal anfangen würde. Also, diese ganzen Block- und Konter-Mechaniken, bis du da erstmal drin bist.
Guck mal, ich bin ja immer noch nicht perfekt. Ich könnte ja noch viel mehr Zauber einsetzen. Das wird das Spiel ja, sag ich mal, auch nochmal vereinfachen. Aber es sind halt einfach unglaublich viele Sachen, die man berücksichtigen kann. Um es einfach zu haben, bin ich ja extra auf Schaden gegangen, einfach. Einfach. Ich kann das Prolog-Level wiederholen, aber meine Ausrüstung ist ja gebufft. Dann sagst du jetzt natürlich, du kannst ja nackt spielen, das Level. Gibt auch ein Achievement dafür, übrigens, ohne Rüstung ein Schlachtfeld zu überstehen. Commissioner Guo is well known for his pleasure seeking. I hope that this is no more than with the world in its presence. Bist du Feind oder bist du nur jemand, der hier rumsteht? Ach, du bist doch die Frau, die ihren Mann gesucht hat. Putting that aside for now. Amish, I hate to ask this, but might you have some. Oh, thank you so much. Now I can resume the search for my husband. Thank you so much. Geil, ne? Habe ich mir sogar gemerkt. Dabei ist das schon echt lange her. Und die, ich habe nur im Dorf am Anfang mit der gesprochen, mal kurz. Keine Sorge, sammle ich gleich noch ein. Ups, falsche Seite hochgegangen. Das ist übrigens auch eine Versäumnis hier, finde ich. Man hätte ja dem Radar wenigstens mal einen Kompass geben können. Ach so, das ist der Pfeil. Ah ne, der Pfeil ist die Ausrichtung, in welche Richtung ich gucke. Ach, so ein Unsinn. Also wenigstens so eine Ausrichtung nach Norden, damit man sich ein bisschen besser orientieren kann. Das verstehe ich nie, ey. Keine Map ist ja okay, aber dass ich nicht weiß, wo Norden ist. Ich sehe gar nichts. Das kann sein, dass der Kompass existiert wegen Multiplayer. Obwohl es gibt eine Fähigkeit, die du auf deine Ausrüstung machen kannst, wodurch du Gegner sehen kannst auf dem Kompass. Also auch wenn du ihn noch nicht entdeckt hast. Here.
Nein. Ja, von hier sind wir gekommen. Dass ich da hinten aufgesammelt. Was macht Drachenessenz? Wahrscheinlich in meinem Inventar sein, ohne dass ich das benutze. Ah ne. Drachenader-Essenz macht die Heilkraft des Topfes zu verstärken. Solltest du immer sofort nehmen. Und es gibt noch was anderes. Ich glaube, das ist der Drachenkristall und der erhöht die Anzahl. Zu langsam. Nein! Weg! Deshalb schalte ich mich an die immer ran. Die sind nämlich echt nervig. Die normalen davon sind okay. Ich glaube, da vorne saß der schon. Drink together. If we don't have fun in time, this world can be too much to bear. Partaking of drink to the point of losing oneself, it's bad for your health. Although you are already wronged by drinking, you should still take care of your health. Jetzt muss eigentlich nur noch. Jetzt habe ich hier mein Rückenmassagegerät und jetzt fehlt nur noch jemand, der mit einer Schüssel kommt, wenn ich mal muss. Bula! Buddha! Schüssel! Ich mach auch voll! Jetzt lachen wir noch drüber, aber irgendwann... Muss jemand kommen, mich zum Klo tragen.
Maybe I'm overworking. Gerät gut. Das habe ich schon ewig. Das ist nur so ein Rotationsteil. Es gibt ja so Ganzauflagen für den gesamten Stuhl und sowas. Aber ich habe gedacht, heute mache ich mir das einfach mal hier dran. Normalerweise lege ich mich auf die Couch und lasse mich davon so ein bisschen durchkneten. An sich ist das okay, aber an sich... Ich hatte mal so einen... So ein Massagegerät zum Rüberlegen über die Schultern. Das hat halt geklopft. Und das war geil. Das hat mir richtig geholfen. Das war zwar super laut und alles, aber es hat sich einfach einmal so richtig durchgestampft. Das musste ich aber irgendwann wegschmeißen, weil das Leder da drauf, als es mit den Jahren so ausgetrocknet ist, hat das geflattert. Und jedes Mal, wenn ich das Ding benutzt habe, konnte ich saugen danach. Da ging halt gar nichts mehr. Und guten Abend, Rio. Moment, lass mich mal eben kurz schauen bei Ausrüstung. Na super, kann ich Bambusbogen 1 gegen Bambusbogen Seltenheitsstufe 2 tauschen. Kann ich auch sein lassen. Hast du schon versucht mit Maus und Tastatur zu spielen? Ich weiß nicht, warum ich mich selbst bestrafen sollte. Ich muss auch sagen, ich habe nicht den Anspruch an mich selbst, dass ich hier ein Testcenter bin und alles durchprobiere vorher. Das ist genau die Sache, läuft das Spiel bei dir gut, weil so viele Performance-Probleme haben. Und du sagen musst, bei mir, ja, wir hatten schon FPS-Einbrüche. Und es ist nicht alles perfekt von der Performance her. Sie haben sich heute übrigens gemeldet, dass sie die ganzen Bugs und so weiter gerade so durchchecken. Die Entwickler. Oder gestern war der Post. Ich habe hier zu Hause auch kein Hardware-Labor. Ja, Maussteuerung hat wohl irgendwie, aber das wollten die wohl auch schon patchen. Also das ist in dem Post auch drin speziell, dass die Maussteuerung jetzt überarbeitet werden soll noch. Wobei sich da schon, Leute, ist eigentlich wirklich verarsche. Leute haben das ja schon bei der Demo gesagt und haben gesagt, das ist ja schrecklich, Maus- und Tastatursteuerung. Das geht ja überhaupt nicht klar. Und dann wurde einfach Scheuklappe gemacht bei den Entwicklern, Besseres zu tun. Ach, hier sind die Ausrüstungsbonus-Geschichten. Gesundheitsgewinn durch Blocken. Verringert den erlittenen Willensschaden. Wendet nach Wiederherstellung von Gesundheit Willenseifer auf den Benutzer an. Erhöht Willensgewinn durch Angriffe. Erhöht bei voller Gesundheit den verursachten Gesundheitsschaden. Kein Mauspad der Welt beschleunigt deine Maus so schnell, dass du merken würdest, das ist ein Unterschied. Das ist auch so eine Sache, die ich mich frage, warum soll man Maus und Tastatur benutzen? Ah, wir haben einen Hinterhofschlüssel ja inzwischen. Von der Dorfdame. Müssen wir auch bei der mal vorbeischauen. Das Problem ist, dass langsame Bewegungen gar nicht wahrgenommen werden. Wie gesagt, bei Maus habe ich hab keine Ahnung. Ich weiß, dass sich Leute darüber beschweren viel. Aber ich weiß nicht, es ist ein Spiel für Controller, also, ne, es ist ein Nahkampfspiel. Controller ist meine erste Wahl bei vielen Third Person, außer bei Scars Above. Weil bei Scars Above die Maussteuerung Vorteile hatte.
durch das Anwenden auf Weak Points bei Gegnern hat das einfach mehr Sinn gemacht. Geil. Diese Truhe ist abgeschlossen. Da ist noch eine Drachenader Essenz. Nein! Ich habe das Menü noch nicht ganz zugemacht und dann kann ich natürlich nicht springen. Ich glaube, hier wirst du sogar zurückgesetzt, ohne dass du HP verlierst. So, und wer bist du? Toll, du bist irgendjemand, mit dem ich nicht mal reden kann. Ein einzelnes Edelsteinfragment, das ist ja nichts wert. Ein Edelstein verbringt ist 1000 im Verkauf, okay. Da habe ich relativ viel Geld gerade. So. Ich glaube, ich kann einmal mit der Tuse an der Bücherei noch reden. Huh? What's that? A new tab. Ah, yes. Whoa. I can't believe the effort you've put in for my selfish requests. Thanks to you, I've been living a life free of boredom. Ich habe die Nebenquests nicht so gut verfolgt. So much. Here, a token of my. Oh, 3 Tassen der Herzlichkeit. Hong Jing's one of the finest Taoists here these days. It's no wonder Master Tr- Mas- I can't even find- So, dann gab's die Familie, die ja irgendwie, dieses Fleisch sich holen wollte, obwohl das ja, ja, nicht Unsinn ist, aber... Mit euch kann ich ja nichts machen hier. So, ihr Mann ist weg. Den trifft man bestimmt unterwegs irgendwann mal. I'm looking for something to pair with the liquor. I've heard that detox. Maybe I'll ask my husband. I'm looking. I've heard. Maybe I'll ask my. Ja, dein Mann ist losgezogen, um das zu holen, aber bis jetzt ist er wohl noch nicht wieder da. You
Ja, ich hab dir mehr gebracht. Aber du scheinst so ein bisschen den Verstand zu verlieren, umso mehr ich dir davon bringe. Bei Verwalter ist ein Superdämon, will ich ihm genug davon bringen. Und kannst du inzwischen was mit mir machen? It is one's own weakness that always poses. I see. There are still some reserve forces I could send to. How curious. One can never fully fathom the array of tactics. Hmm. If I tweak that, the amount they have left to. Du bist für den der Dealer, wahrscheinlich. Hmm. Der Weg des Kriegers. Chao Chaos Untergebene unter ihnen. Xiao Dun und Xiao Yuan haben ihren Fürsten bei der Rückeroberung Poyangs geholfen. Doch Lu Bu hat die Provinz Xu erobert und Liu Bei nur Xiao Pai verlassen gelassen. Bald darauf nimmt Lu Bu Xiao Pai ebenfalls ein. Nachdem er sein gesamtes Territorium verloren hat, steht Liu Bei vor dem Abgrund. Du musst ihn so schnell wie möglich retten. Also eigentlich helfen wir dir ja, sein Territorium etwas zurückzuerobern. Man hört die Karte ja auch so ein bisschen animieren können, was so für einen Frontenverlauf existiert. Hier waren wir gekommen. Auch wenn es jetzt ein paar Minuten her ist, die Sequenz hier für diese Mission war diejenige, wo der Bruder von Liu Bei sagt, er hat die letzte Provinz verloren. Oder letzte Stadt. Bomben. So, da hatte ich dich getötet. Ja
denke mal, es geht da nachher in die Höhle weiter, oder? Ah, nee. Sorry, ich suche gerade hier wieder die Ecken ab. Stehst du da durchgehend oder drehst du dich auch um? Warum kommt bei einigen Gegnern Rache erfolgreich? Wenn ich von einem Gegner getötet werde, bekommt der von mir so gesehen Moral. Du hast ja unten in der Mitte einen Moralwert, ist das. Und der Moralwert verstärkt deinen Charakter. Und Gegner haben halt auch einen Moralwert. Und das wird dann so gesehen mein Nemesis. Also ich muss halt hingehen und den töten, damit ich diesen Moralverlust wieder bekomme. Das ist halt dieses System. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Das gibt dem Ganzen so eine gewisse Dynamik, dass du auch ein paar Gegner absuchst und natürlich wird Tod so gesehen bestraft. Dann wird es nämlich auf den Standardwert zurückgesetzt. Hier hatte mich auch nichts gekillt, deshalb kann eigentlich Rache erfolgreich gar nicht da gestanden haben. Aber vielleicht, weil der einen von meinen Begleitern zu Boden geschlagen hat. Ich weiß nicht, ob das mitzählt. Und dann gibt es halt einen Hinweis darauf. So, du meinst, es gibt auch eine Sache mit wegen Rache erfolgreich. Wenn Spieler irgendwo sterben an der Stelle, hinterlassen die so Fähnchen. Dann kannst du deinen Mut an diesen Fähnchen steigern. Beziehungsweise dein Moral, um eins boosten und dafür einen Trank opfern. An dieser Fahne. Das mache ich eigentlich nie. Wenn man alles tötet, ist man eigentlich vom Moralrang den Feinden fast immer überlegen, sag ich. Und es gab ein paar Schlachtfelder, da war es dann nicht so. Du nimmst also den Rache für einen anderen Spieler. Dann verwandeln sich, wenn du das geschafft hast, die Fähnchen manchmal in Loot. Voll gute Lichtverhältnisse, die tun mir in den Augen weh. Gibt übrigens auch ein Achievement, wo du nur mit Fernkampfwaffen ein Schlachtfeld abschießen sollst. Aber ich denke mal, das musst du, wenn du das Achievement haben willst, halt gucken, welches das kleinste Schlachtfeld ist und da musst du dann immer Pfeile einkaufen, um das abzuschließen. So, das ist Abkürzung. Ingame-Erfolg. Ich weiß nicht, ob der bei Steam dann auch drin ist. Aber manche Ingame-Erfolge sind auch Steam-Erfolge.
Vielleicht soll ich mal Player-Invasion erlauben. Und einfach mal gucken, wer so vorbeikommt. Vorher sollte ich mal bei einem anderen Spiel eine Invasion machen. Einfach mal so just for fun. Gibt ja gar keinen Weg hoch. Achso, vom anderen Haus aus. Jetzt ist er schon tot. Ich finde es total gut, man kann den Fallschaden mit dem Doppelsprung vermindern auf null. Scheiße. Ich hätte den Caster zuerst ausschalten müssen. Oh nein, wir hatten noch gar nicht die nächste Standarte. Ich bin dann nur runtergefallen. Von den Liobei-Waffen ist auch die Standhaftigkeit, also es ist so geil, die Moves kosten so wenig von der Waffe. Ne, da müssen wir nicht mehr lang. Ich
Ich habe vergessen, die Abkürzung zu nehmen. Habe aber nicht mehr dran gedacht, da ich den Baum umgekickt habe. Das gut macht Liu Bei. Kannst doch nix. Ich kann übrigens überhaupt nicht feststellen, wie weit ich im Spiel schon bin. Ich habe halt gelesen, dass die Entwickler gesagt haben 40 Stunden. Aber How Long to Beat zum Beispiel haben schon welche sehr unterschiedliche Werte eingetragen. Also extrem unterschiedlich. Naja, 40 Stunden ist das, was die Entwickler gesagt haben. Aber nur, wenn du die Hauptkampagne machst. Und nicht alles. Und ich mache ja alles. Dann soll es 60 Stunden sein, aber ich weiß nicht. Sind da die ganzen Boss-Fails auch schon mit einberechnet, oder muss ich das immer dann dazu rechnen? Na, guck mal, die hatte ich übersehen. Da sagen wir allein 4 Stunden von meinen jetzigen 29 Stunden sind nur Boss-Tries gewesen. Ne, 60 Stunden ist, wenn du alles machst. 60. Eine 6 und eine 0. Entschuldigung, wie ich das verschluckt habe ein bisschen. Meine Aussprache kann auch besser sein, wenn ich will. So geil, ey. Die ersten beiden Mal habe ich extra nicht sofort angegriffen. Weil ich gedacht habe, der macht jetzt den macht danach noch einen Angriff, einen Schlag. Und dann greife ich an, dann macht er den Schlag. Also dass er ihn durchzieht das zweite Mal. Da ist die Sache erfolgreich für mich, nicht für irgendeinen anderen Spieler. Und Schild.
Hallo, kleiner Dämon. Was kann ich dir denn schenken? Guten Appetit. Mit Bossfights wären es 100 Stunden. Ich hoffe nicht. Also, das war das Problem bei Elden Ring. Ich habe irgendwann dieses Gefühl gehabt, das dauert mir alles viel zu lange. Und ich habe deshalb irgendwann aufgehört. Weil du kannst halt in Elden Ring wirklich sehr, sehr viele Stunden verbringen. Oh, Rang 8 Stahl. Was ich aber hier auch gut finde, ist, du hast halt... Also ich finde eigentlich das Instanzierte ganz gut. Und ich finde ganz gut, dass das immer so aufgebaut ist. Es gibt immer eine Möglichkeit, den Kampf sich etwas leichter zu machen. Ne, indem du jetzt zum Beispiel hier von hinten die Zauberer überfällst, die auf der Anhöhe sind und so weiter. Und das wird so oft benutzt im Spiel. Und ich falle natürlich jetzt gerade runter, was scheiße ist. Wenn du da unten stehst und zwei Caster noch auf dich drauf zimmern, während du den Dicken bekämpfst, ist halt nicht so geil. Das war kein Ewok, das war, ein Panda, der aber kein Panda ist, sondern das ist so eine Art Dämon oder Geist. Du frisst halt Sachen und beschenkt einen dafür. Also typischer Panda-Move. In der Enzyklopädie könnte ich gucken, wie sie heißen, aber ich bin gerade nicht motiviert dafür. Nicht, da war ein Loch auf dem Dach. Da unten ist nämlich eine Fahne drin. Ah, da, Loch im Boden. Danke, Zeberus hat das schon gesehen gehabt. Ah, diese Statuen kennen wir schon. Ah, die sind nach einem Konter Moose. Man könnte übrigens auch kritisieren, dass es ein bisschen wenig Gegnervielfalt gibt. Also so gefühlt kloppt man nach den 30 Stunden immer dieselben 5 Gegnertypen. Sind natürlich mehr als 5, aber so gefühlt. Da war es Auftauchen der Statuen vorhin eigentlich mal so ein, ja, schon irgendwie so ein Wunder. Wenn man schon gedacht hat, okay, man hat schon alles gesehen.
Die Bosse sind immer anders. Noch eine Tasse der Herzlichkeit. Ja, ein weiterer Drachenkristall. Ich glaube, jetzt sind wir bei 9 Verwendungen schon. Irgendwann muss das ja auch mal enden. Da ist schon sehr viel Heilung. When the castle got taken. Yet Lu Bu's forces, usually known for their cruelty, let them go free. Why they would do that is beyond me. I share your suspicion. But even so, my overriding emotion is having my family safe. Wir werden deine Familie retten, natürlich. Wenn sie nicht schon Dämonen sind. Gefangen sind sie mehr wert, als wenn man sie weggibt. Ne, tötet. Meine KI-Begleiter klopfen ja auch mal richtig zu diesmal. Ich habe sonst häufig gesagt, die scheinen ein bisschen passiv zu sein. Oh, aufpassen. Hallo, Akpa! Oh, Entschuldigung. Aber hat sich gehört.
Ich dachte, ich bin auf dem Discord. I'm in a tight spot. Boah, es ist so schlimm, Jordi Paut das früher immer, typisch Berlin, immer geschrien, wenn er in den Discord reinkam. Und das ist irgendwie so in den Tiefen meines Kopfes noch verankert. Oder wenn er auf den Teamspeak kam. Alle entschuldigt. Mal gucken, ob irgendeine Seite vom Dach noch was ist. Da ist jemand drin. Ja, vielleicht einfach Tür aufmachen, ne? Hat schon viele Wege geöffnet. Kann ich die auch öffnen? Nein. Nein, geh weg, Assassine! Geh weg, Zhangfei! Ich will mich hier anschleichen. Pirouette drehen vom Angreifen ist, glaube ich, auch eine super ineffiziente Sache im richtigen Kampf. Ach, Armbrustbolzen und Repetier-Armbrustbolzen sind zwei verschiedene Sachen. Soll ich dann doch nochmal wechseln?
day arrive that we can put down our swords at last. Es ist wieder so, so weit. Sehr schön. Wir haben nichts verloren. Also an Progress, weil wir gerade die Fahne berührt haben. Wer verteidigt die Stadt denn? Ach, der mit den Husarenflügeln. Den haben wir auch schon mal gesehen. A warrior risks his life for his duty. I will not step down. For what purpose do you wager your life? Tut mir leid, ich spreche nicht. Give me your answer with your blade. Ich will meinen Helm gar nicht so albern. Aber ich, ihr wisst ja, ich gucke erstmal wegen Timings. Deshalb schaue ich mir erstmal ganz genau an, was der so macht. Aber ich muss mal ganz kurz gucken. Zu was gehört eigentlich Blitz? Zu dem Grün. Grün ist Holz. Holz kontert Erde, Metall kontert Holz. Metall ist gelb, also Giftschaden. Giftblasen. Verwelkendes Leben. Das sollte die Sache etwas helfen, weil wenn er sein Schild, also wenn er sein Schwert auflädt. Natürlich kacke, wenn das die ganze Zeit so bleibt. Zu früh. Strength
curses! I'm making a fool of myself. Giftschaden, beziehungsweise Metall bringt gar nicht so viel. Das Schwert bleibt wohl die ganze Zeit elektrifiziert. Ich glaube, das ist die Gottfähigkeit, die der... Der ruft ja am Anfang den einen Gott. Das können wir übrigens auch noch machen. Qing Long. Ah ne, Qing Long ist ja dann der... Steinschaden. Bei Hu ist Giftschaden. Aber erstmal so weit kommen, dass ich ihn rufen kann. Give me your answer with your blade. Not half bad. Oh, krass, ey. Was soll ich noch verändern? Einzige, was ich machen könnte, ist natürlich meine Rüstung irgendwie verändern und auch glitschern, aber dafür müsste ich halt rausgehen oder ich müsste eine andere Rüstung anziehen, die natürlich alle nicht geupgradet sind. Ich dachte, einer von euch war down. Aber seine Phase mit dem Blitzschwert ist vorbei. Das wird die Sache jetzt gerade ein bisschen leichter machen. Auch wenn er immer noch sehr viel Schaden macht. Nein! Alter! Ugh.
total super, wenn seine wenn seine Blitzphase einfach rum ist. Give me your answer with your blade. Und dann ist das einfach nur so ein paar Sekunden. Naja, ich sollte mich nicht aufregen. Er ist jetzt nicht das Härteste, was wir bis jetzt hatten. Da ist alles schaffbar. Und wenn man keinen Schaden kriegt, dann ist eh am besten. Der kompensiert eh was mit seiner Klinge, das wissen wir alle. Deshalb trage ich ihm so kleine Schwerter, weil ich das nicht mache. Ich brauche das nicht. Und er gibt Schaden. Was ist das denn? Der Dreck wieder einmal gemacht. Junge. Nein, 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 nein. Das gibt es doch nicht. Der hat nichts mehr. Egal, jetzt fällt er. Alles nur, weil ich eine Sekunde nicht aufgepasst habe. Ey. Kurz die Wand an. Weil meine Rüstung keinen Schutz bietet gegen dieses Element. Warum nudelt der mich denn jetzt mit dem Einschlag sofort weg? Wir sich die letzten beiden Fähnchen noch suchen, nur wegen dem Moralrang. This one's mine!
this city. I shall defend it to the death! We need to regain our momentum. You think I'll take this lying down? Surpasses my expectations. What on earth am I doing? Sorry about that. You won't regret helping me, though. Das gibt es doch nicht. Ich bin doch ausgewichen. Oh, fuck off, ey. Give me your answer with your blade. City. I shall defend it to the death! Gib es einfach nicht, ey. Manchmal macht der so Kombos, da kommst du einfach nicht raus. Give me your answer with your blade. I will take them. Stand aside. Give me your answer with your blade. General Lu entrusted me with this city. I shall defend it to the death! Yeah.
just lying down? This foe's strength surpasses my expectations. Victory is there for the taking! Oh, Schwein gehabt. Das war's. Oh, Gott sei Dank. Ja! Entschuldigung, Balthasar, ich wollte dich nicht aufwecken. So, jetzt habe ich die Fresse probiert, jetzt wird mein Freund. There he is! Defeat the enemy general, Zhang Liao! Why are you... I've roamed this land with Bixie, honing my blade, in search of what makes a warrior. Now, I think I have finally come upon an answer. We may lose our lives in battle, but we shall never lose our spirit. A warrior fights for something that they can't bear to lose. I looked up to General Liu. He was a true warrior among warriors. If my life were to end today, I'd leave no regrets. Except maybe wishing that I had known another warrior of such high caliber was in our midst. Sheathe your weapons. Witzig. Ich helfe dir wirklich. You would not stand in my way, if not for a good reason. Killing you will be regrettable. How about you? Surrender and serve the Imperial Court. Have mercy on my men. Then I will pledge allegiance with no objection. Lu Bu is making a final stand at Xiapi. You had best come with us. Come on. Wait. My brother is... I am a man of honor, so I can't tell you everything now. Es tut mir leid, da ich euch bestohlen und geklaut habe und alles Mögliche geholt habt und beziehungsweise eure Leute abgeschlachtet. Aber habt Gnade mit meinen Männern und mit mir und dann werde ich loyal sein. Okay. Geil. Und das Spiel stürzt direkt danach wieder ab. Schnell Recording. It would appear, Minister Cao, that you have many talented men serving you. However, why does Lu Bu not use the elixir? Hmm? Hmm? Huh?
What? The sound? Water! It's a flood attack! At last. Haben die Stadt einfach geflutet als Angriff. So, es gibt aber wieder ganz viele, nicht ganz viele, aber es gibt wieder Nebenschlachtfelder, um die wir uns auch kümmern müssen. Aber ich habe echt Glück gehabt, dass ich das jetzt nicht nochmal machen muss, weil der doch gespeichert hatte. So, aber ich muss leider jetzt Pause machen und aufhören für heute, weil ich mich jetzt fertig machen muss und dann irgendwann wahrscheinlich mal meine Freundin sehe, die eigentlich schon viel früher Zeit haben wollte, aber die ist eingeschlafen. Jetzt ist die aber wieder wach zu Hause und jetzt kann ich mich mal fertig machen, damit die nicht nachher sagen kann, ey, du warst eh nicht fertig. Ja, wir sehen uns morgen Abend wieder, Pi mal Daumen circa, und wünsche euch noch einen schönen Samstagabend dann. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch kein Follow hier gelassen habt, dann lasst bitte eins hier. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen.